Jo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. In diesem Video geht es mal wieder um ein Remake-Video bzw. wie ihr euren Nginx Proxy Manager auf Unraid mit der Version 6.9.2 installieren könnt. Los geht's! Als erstes einmal müssen wir hier in das Terminal von Unraid. Hier führen wir jetzt mal folgenden Befehl aus. Und hier müssen wir jetzt mal für den Nginx mal ein Network, ein Custom Network, um genau zu sein, erstellen. Der Punkt ist nämlich, wenn ihr das Ganze aus dem Internet erreichen möchtet, wäre es immer sehr hilfreich, wenn ihr ein zusätzliches Network dafür aufmacht. In diesem Network sind dann quasi nur alle Docker drin, die für den Nextcloud, die für den Nginx Proxy Manager gebraucht werden. Heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel Nextcloud mit dem Nginx verbinden möchtet, muss quasi Nextcloud im gleichen Network wie der Nginx sein. Und das ist genau der wichtige Punkt dabei, deswegen legen wir jetzt ein neues an. Ich nenne es jetzt mal ProxyNet Bridge und dann klicken wir Enter. Und dann wurde das Ganze hier erstellt und dann können wir hier das Ganze auch schon schließen. Jetzt gehen wir hier in Apps und geben hier Nginx Proxy Manager. Hier klicken wir auf Install. So, und jetzt können wir hier bei Network Type ProxyNet Bridge auswählen. Die Ports hier können wir standardmäßig mal so lassen und können hier Apply klicken. Dann ist das Ganze abgeschlossen, können wir Done klicken und dann ist das Ganze hier installiert. Dann ist jetzt wichtig, der ist im ProxyNet. Wir wollen Nextcloud jetzt zum Beispiel hier auch im ProxyNet haben. Dann müssen wir auf Edit klicken und müssen hier das Ganze auf ProxyNet stellen und müssen auf Apply klicken. Und das gleiche müssen wir auch in WordPress machen. So, jetzt ist aber ganz wichtig, MariaDB lasst ihr davon bitte verschont, sage ich jetzt mal. So, dann können wir jetzt hier in die Web-UI gehen und wunderbar, wir sind hier gleich schon im Login drin. Jetzt gehen wir hier nochmal kurz auf Edit und merken uns admin@example.com und change me. Dann können wir auf Done klicken und gehen jetzt hier, klicken hier, gehen hier admin@example.com ein und das Passwort ist change me. Sign in. So, da wir jetzt der erste Nutzer hier sind, müssen wir jetzt hier einmal die Sachen eingeben. Safe. So, jetzt ist das Current Passwort change me und das New Passwort ist jetzt ohne Nummer hier bestätigen. Safe. Ich weiß, ist nicht das sichere Passwort, aber macht das bitte sicher, weil ja, wenn man darauf zugreifen sollte, wäre das nicht so gut, wenn man das machen kann. Dann können wir hier mal auf Dashboard klicken und haben jetzt hier mal eine Übersicht, was es hier gibt. Erstmal erkläre ich an der Stelle was. Wenn ihr das Ganze aus dem Internet erreichen möchtet, müsst ihr quasi in eurer Fritzbox jetzt Ports freigeben für den Nginx Proxy Manager. Das funktioniert dann quasi so, wenn ihr jetzt hier zum Beispiel sagen würdet, ihr wollt die Domain .example, dann müsst ihr hier auf Add das hier klicken und dann habt ihr das da. Hier könnt ihr auch übrigens mehrere eingeben, wenn ihr wollt. Jetzt bei Nextcloud ist es wichtig, immer HTTPS auszuwählen und jetzt gehen wir hier 192.168.178.79 und der Port ist jetzt der, der hier steht bei Nextcloud, also 448 in dem Fall. Und das hier können wir jetzt aktivieren und wenn ihr jetzt auf SSL geht, dann könnt ihr hier ein neues hier einmal einrichten mit Force SSL, HTTP und HSTS enabled und dann I agree und dann könnt ihr hier Save klicken. Ich mache jetzt hier aber mal kein Zertifikat und klicke auf Save. Einfach nur, damit ihr das hier mal als Example hier habt. Der Punkt ist jetzt, ich zeige euch das hier nicht, da ich nämlich schon ein Nginx habe. Und aber wie gesagt, ihr müsst quasi Ports freigeben. Heißt, ihr geht unter Internet auf Freigaben, Portfreigaben und geht jetzt hier auf Gerät für Freigabe hinzufügen. Hier. Klickt jetzt quasi auf Gerät. In meinem Fall hier ist das der Tower. Und gebt hier neue Freigabe.
Portfreigabe, Anwendung, bitte wählen. Hier müsst ihr jetzt einmal den HTTPS-Server freigeben und nochmal eine Portfreigabe machen für den HTTP-Server. Das ist jetzt soweit die Angabe für den Nginx Proxy. Jetzt gebt ihr auf Neue Freigabe, dann Anwendung, andere Anwendung, Bezeichnung. Hier jetzt zum Beispiel Nextcloud, einfach mal das Beispiel. Dann TCP und hier 448. Und so würde das jetzt quasi funktionieren. Und würde ich jetzt hier auf OK klicken, würde das Ganze hier ausgewählt werden. Wie gesagt, ich klicke jetzt nicht auf OK, sondern auf Abbrechen, weil es sonst nämlich hier Probleme macht. Und ich würde euch immer empfehlen, hier habe ich nämlich zum Beispiel auch auf meinem Unreal-Server, meinem aktuellen Server, habe ich jetzt, das ist Space, da habe ich jetzt nämlich zum Beispiel auch HTTP-Server und HTTPS-Server. Ich würde euch auch immer empfehlen, diese hier, diese Ports zu ändern, damit es einfach sicherer ist. Und so quasi würdet ihr jetzt eure ganzen Proxy-Hosts sehen. Dann sieht das Ganze hier so aus. Und 7 Proxy-Hosts. Da seht ihr jetzt quasi all meine Proxy-Hosts, die aktuell aktiv sind. Und ihr seht hier überall, die sind online und haben hier in dem Fall einmal die IP vom Unraid und dann den Port dazu. Sind alle mit Let's Encrypt, wie ich euch gerade gezeigt habe, hier gesichert und haben keinen irgendwelchen besonderen Access hier und sind eben alle online. So, hier quasi in SSL-Certificates seht ihr alle Zertifikate, die ich habe. Und hier bei den Access-List könnte ich im Prinzip eine Liste hinzufügen, wo man quasi, bevor man auf die Website kommt, nochmal ein Passwort eingeben muss, das dann quasi vom Nginx Proxy Manager nochmal abgeblockt wird, damit da kein unbefugter Zugang reinkommt. Sonst gibt es natürlich auch Redirection-Host. Hier habe ich 2 eingerichtet. Ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel easytech.tech. Wenn man easytech.tech eingibt, wird man per HTTP-Code 301 und mit dem Schemauto quasi direkt per SSL auch weitergeleitet an blog.easytech.tech. Heißt, es ist einfach nur eine Umleitung und easytech.tech ist dementsprechend auch verschlüsselt, so dass wenn ihr easytech.tech eingibt, werdet ihr trotzdem sofort weitergeleitet zu blog.easytech.tech. Hier habe ich das Ganze auch noch mit einer zweiten Domain gemacht. Und sonst gibt es natürlich auch noch Streams. Die nutze ich nicht. Und es gibt noch 404 Hosts, die benutze ich wiederum. Das ist einfach, wenn man jetzt eine bestimmte Domain eingibt, dass dann quasi ein 404-Host hinkommt. Sonst habt ihr hier noch ein Audit-Log. Da seht ihr alles, was ihr hier gemacht habt. Sonst noch Settings. Wenn ihr jetzt hier zum Beispiel auf eine leere Seite kommt und da kein 404 not found oder sowas hingemacht habt, dann kommt ihr hier auf diese Custom-Page-Seite. Die könnt ihr hier einmal anpassen, also die Default-Page ist es in dem Fall. Das kann entweder eine Congratulations-Page sein von Nginx Proxy direkt oder so eine 404-Page, die ich gerade euch gezeigt habe, oder Redirect. Zum Beispiel, dass es jetzt alles auf meinen Blog geht oder sowas. Ich habe hier aber eine Custom-Page eingerichtet, quasi mit meinem eigenen HTML-Code. Den habe ich quasi geschrieben und das ist dann einfach nur eine Fehlermeldung. Sonst gibt es hier natürlich auch noch User. Hier könnt ihr auch mehrere hinzufügen, wenn ihr das wollt. Und sonst war es das an der Stelle aber auch schon wieder von diesem Video. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Remake-Video gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir das gerne mit einem Daumen hoch zeigen. Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und weitere Videos nicht verpassen wollt, dann abonniert gerne auch meinen Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.